Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich seine Pommes in der Heißluftfritteuse ganz einfach selber machen und somit auch knusprig zubereiten kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst mal benötigen wir ca. 600 Gramm festkochende Kartoffeln, welche ich jetzt auch anschließend mal mit meinem Sparschäler hier schälen werde. Wenn du die Pommes anschließend übrigens mit Schale möchtest, dann kannst du diesen Schritt natürlich mit gutem Gewissen überspringen. Die Schale ist auf jeden Fall essbar. Jedoch sollte man davor auch unbedingt solche kleinen Triebe oder solche unschönen braunen Stellen wegschneiden. Ich habe sie jetzt trotzdem einmal alle geschält und nun geht es darum, dass ich meine Kartoffeln in ca. 1 cm dicke Streifen schneide. Ich verwende hierfür übrigens kein normales Messer, sondern immer so einen speziellen Kartoffelschneider, wodurch ich optisch einfach nochmal einen sehr schönen Wellenschnitt hinbekomme. Am besten die Kartoffel je nach Dick jetzt halbieren bzw. so wie bei mir hier auch dritteln, das sollte passen. Und dann kann man sich diese nämlich zurechtlegen und noch einmal in entsprechende Streifen schneiden. Die Stifte sind jetzt alle ungefähr gleich dick geworden und nun gebe ich sie mal in ein Sieb hinein und wasche sie anschließend mit kaltem Wasser ab. Hierdurch wird jetzt nämlich die vorhandene Stärke auf unseren Kartoffel abgespült, die wo die Pommes am Ende sonst nicht so knusprig werden lassen würde. Wenn wir das haben, geben wir unsere Pommes jetzt einmal hier in eine Schüssel bzw. einen tiefen Teller, verteilen es noch schön und dann gieße ich einfach einmal heißes bzw. auch kochendes Wasser hier hinein und schaue, dass sie am Ende wirklich komplett bedeckt sind. Das hat einfach jetzt den Vorteil, dass danach die Kartoffelstruktur noch einmal gestärkt wird, um sie später noch knuspriger hinzubekommen. Nach den 10 Minuten habe ich hier das Wasser jetzt wieder abgegossen und nun schütte ich einmal die Stifte auf ein sauberes und vor allem auch trockenes Küchentuch und hier kann ich jetzt nämlich meine Kartoffelstifte auch noch einmal schön abtrocknen, dass sie danach wirklich komplett trocken sind. Bei mir passt es auf jeden Fall, weswegen ich jetzt die Kartoffelstifte in eine Schüssel hineingebe, dann gebe ich noch circa einen Esslöffel Öl, in meinem Fall ist das Sonnenblumen- bzw. Rapsöl, also ein neutrales Öl und ein Teelöffel Salz noch hinzu. Nach Belieben kann man übrigens jetzt auch noch etwas Paprikapulver hinzugeben, das mache ich auch immer relativ gerne, da es einfach nochmal wirklich super dazu schmeckt und anschließend das Ganze natürlich ordentlich durchmischen. Als nächstes verteile ich meine Pommes mal in der Heißluftfritteuse so, dass sie nicht allzu sehr übereinander liegen. Bei mir sollte das auf jeden Fall passen. Und dann schalte ich das Ganze mal auf 180 Grad für 15 Minuten lang an. Die Zeit ist rum. Jetzt nehme ich das Ganze mal raus und schüttle es einfach etwas hin und her, dass sich die Pommes drin schön bewegen und vor allem auch, dass sie sich am besten noch umdrehen. Und jetzt gebe ich also meine Pommes hier wieder rein und stelle es noch einmal für 180 Grad auf 15 Minuten. Insgesamt sind jetzt also 30 Minuten rum. Die Pommes hier sind schön goldbraun und somit auch knusprig geworden. Es riecht auch wirklich sehr toll. Und was ich abschließend noch sagen möchte, je nach Pommesdicke hier und natürlich auch Heißluftfritteusenmodell muss das Ganze jetzt etwas kürzer bzw. auch etwas länger hier drinnen bleiben. Das musst du daheim einfach mal etwas ausprobieren. Wenn du dir jetzt übrigens so ein scharfes Wellenmesser, einen Sparschäler oder auch gleich eine neue Heißluftfritteuse zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenhersteller zum relativ günstigen Preis. Das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Geschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Utensilien zulegen möchtest, dann einfach hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.